Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Avatar Frontiers of Pandora. Gestern hatten wir ja eine richtig scheiße Runde, indem ich mit Quizhamster, der die Basis eingenommen habe, war richtig lustig. Unterlevelt bis zum geht nicht mehr, aber trotzdem irgendwie es geschafft haben, die Basis Stufe 19 und die Basisstufe 20 einzunehmen. Oh, wir haben keinen Sound. Der Sound läuft ganz woanders. Das ist nicht gut. So, besser. Wesentlich, was gut ist, dass wir das gestern gemacht haben. Erstens mal, wir haben eine neue Waffe bekommen. Die Pumpe. Die ist übertrieben stark. Und wir sind sehr stark aufgelevelt. Wir sind Stufe 14, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Und das heißt, wir können uns jetzt auch die nächsten Story-Missionen weiterführen. Bevor wir jetzt aber die Story weiterspielen, wir gehen uns diese komischen Bäume alle aufsammeln, weil die geben uns noch zusätzliches Leben. Das heißt, wir werden heute etwas viel mit unserem Ikran unterwegs sein. Ist dann der komische Vogel? Ach, da ist der ja. Kann es losgehen? Natürlich. Und da haben wir auch schon den ersten Baum. Sehr schön. Nächster Punkt wäre dann. Ist das ein Punkt? Ah, falscher Knopf. Ja, das ist ein Punkt, aber wir. Doch, wir können den als erstes nehmen. So, Storm. Dann weiter geht's. Ich denke, das ist auch der Berg, wo wir. Ja. Ja. Ach du liebe Güte, das sind wieder Helis.
Gibt es hier irgendwo einen Höhlenabgang? Weil wenn es nicht auf dem Berg ist, muss ja hier irgendwo ein Höhlenangang sein. Ich guck mal selbst, ohne Ikran. Du bist Zarentu. Hier, der Kinglor-Wald ist voll mit köstlichen Kochzutaten. Danke für das Fleisch. Die Chance gehe ich mir nicht entgehen lassen, um eine neue Base vom Himmel zu nehmen. Kann ich gleich meinen neuen Bogen testen?
Gut, das sind mehrere. Das ist keine Insel, das ist wieder so ein Raumschiff. Vorsicht! Wir haben Gesellschaft! Bis dann. Hoppla. So. Ach nee, ich bin zu dumm. Das war knapp. Wahoo! Auf geht zum nächsten. Los, Storm! Okay, ich sehe jetzt keine weitere mehr. Ja, ja! Fliege ich jetzt zurück. Thank you.
Jetzt sehe ich wieder überall Teile. Und dann ist noch einer. Ja! Ist ja richtig tief gesetzt. Ich meine, die Kranken hat immer Hunger. Ich hatte irgendwo noch eine Basis gesehen, aber gut. Ist das wieder hinten? Nee, oder? Ist das ein? Ah, die ist unter mir. Und weg mit dir. Ja. Ja, flieg mir in die Fresse. Wieder ein Ersatzteil, sehr schön. Ja. 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 Hm.
Dieser komische Baum muss doch hier irgendwo sein. Es ist doch eine Höhe. Entschuldigung. Autsch. Ich jetzt wieder an der gleichen Stelle. Nee. Ich rutsche von dem Stein da ab. Mensch. Ich find's komisch. Da bist du ja. Das Ding wird mir oben angezeigt. Also gehe ich auch stark davon aus, dass es oben sein muss.
bist du? Ich bin auf dem Scheißberg. Aber wo soll dieser Baum denn sein? Es sei denn, dass er nicht auf der Spitze ist, sondern drunter. Seiten. Danke für die Gaben. Nee, hier im Wasser gibt's auch. Jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich hab meine RDA drücken.
Also, die Stelle geht mir richtig auf die Nerven. Hä? Ah, das für der Koch? Ich sehe. Das heißt, ich hab die Scheiße. Das ist ja gut. Zeigt also mir auch Da bist du nicht ja. immer diese Bäume, sondern auch verschiedene Belohnungen an. Hier ist so ein Baum. Sehr schön, den haben wir dann auch. Aber hier ist eine Station. Ich stelle mir die Frage, ob ich das schon gemacht habe. Hier ist noch ein Baum. Ria? Und dann mal was sagst und dann gibt's einen Flock. Ja. Ich weiß nicht, weil du. Die Dinger sind aber null stabil dann. Ne. Okay. Ich konnte ja so gut einfach, ich wüsste mehr als. Hab einen RDA-Ordner gefunden. Befehle für einen Botaniker. Und ein Bild. Von einem Ort. Ich sehe ihn mir mal an. Psy-Ops, Auftragsnummer 009. Teammitglied Nathan Williams. Abteilung FAI
Boot Anik. Ich wollte es jetzt cool aussprechen, aber es ist ja Botanik. Ort im Anhang. Notiz des Vorgesetzten. Notiz des Vorgesetzten. Verzögerungen bei den Proben. Wie konnte das passieren? Melde dich in der Basis nach diesem Batch. Und wenn du weiter zerschnest, tu wenigstens so, als ob du arbeitest. Ja. Ich verprügelt, scheiß Hund. So, und jetzt zurück zu Satnu. Oha, ausgezeichnet. Danke für die Gaben. Lecker. Voll durch das Industriewasser geschwommen.
los, Storm! Ja, es ist der Baum hier. Und ich muss hier die Industrie zuerst platt machen. Wow. Eine Förderstelle. Öl, glaube ich. Quatsch! Verschwende nicht meine Zeit!
Gott, wie kann man auch Tempel so scheißen?
Scheiß. Nee. Ja, Mann, da sind die Animationen da nicht aufgeschickt. Faktisch. Bohren. Damit pressen sie Öl aus dem Boden. Also, weil ich jetzt alles wieder von vorn beginnen kann, gehe ich zuerst eine rauchen und dann wird das fertig kommen. Thank you.
Episoden. Nächster Versuch, diese scheiß Basis einzunehmen. Thank you.
fertig. Hab verstanden. Nicht so übermütig werden.
auch weg.
geschafft. Ich war zu laut. Immerhin etwas haben sie dagelassen. Das ist ein Upgrade. Wie es aussieht, habe ich hier sauber gesäubert. So, dann kann ich jetzt zu meinem grünen Punkt wieder zurückgehen.
Jo, sehr schön. Gehen wir zuerst zur Basis und dann gehen wir da auf den Berg. Mehr Ausrüstung? Gönn ich mir. Pass gut auf dich auf. Hier, meine Waren. Gib acht. Was darf es heute sein? Ein guter Look ist nie falsch.
Gute Ware sollte ich mal einlagern. Das kann ich mitnehmen. Hey, Quatsch. So, und jetzt zurück zu Satnu. So, eigentlich kann ich die eine Quest auch machen bei dem Typ. Das sieht mal gar nicht gut aus. Rindenfrucht sollte die Hauptzutat sein. Schön, dich zu sehen, Storm. Yeah.
So, den Punkt hatten wir dann auch. Ich glaube, hier bin ich dann soweit. Ich glaube, ich gebe mir noch den hier holen. Sieht mir nach einer Basis aus. So gut. Auf in den Kampf. Okay, das Ding sieht mir schon halb zerstört aus. So, nächster Punkt ist hier. Jo, wunderbar. Die Gesundheit
ist wieder top. Hier gibt's noch was. Gibt's an drei Stellen sogar. Wow, hier gibt's sehr viel sogar noch. Fliegen wir mal dahin. Gucken wir mal. Das erste liegt hier drauf. Fliegen wir! Ja! Los, Storm! Totem ist da oben. Eine Art Totem? Es sieht vertraut aus. Irgendwie. Ritnella. Hier ist ein altes Totem. Die Farben und Webereien sind verblasst, aber... Es ist von den Sarentu. Noch ein Totem unseres Clans. Nor hat auch eins gesehen. Noch eins? Dann gibt es hier noch mehr davon. Ja, bestimmt. Nor hat auch gemalte Symbole in der Nähe gesehen. Sind bei dir auch welche? Er hat sich gefragt, ob die Symbole andeuten, in welche Richtung man sehen soll. Als Wegweiser. Und hat er was gesehen? Er hat sich bemüht. Hat lange gestarrt, aber nichts gespürt. Vielleicht hatte Nord nicht genug Geduld. Unsere Ahnen wollten sicher, dass wir etwas erkennen. Ich will es versuchen. Aus dem richtigen Blickwinkel. Beobachte das Sarentu-Totem von der richtigen Stelle aus.
die Aussicht. Ich kann den Himmel fast berühren. Oder das Land aus einem anderen Winkel sehen. Wie wenn ich auf meine Ikran steige. Aber das Land unter mir bewegt sich nicht. Es ist still und ruhig. All die winzigen Details. Hat mein Clan das hier auch gespürt? Möchtest du bald zurück zum Heim? Suchst du Tarsju-Schösslinge? Ich habe eben einen gesehen. Kein Gast der Aranahe muss je ohne etwas zu essen in den Kinglor-Wald gehen. Wo ist das verschnittes Essen? Ganz gut.
Grundlegende bin. Okay. Jetzt siehst du hübsch aus. So, dann hätte ich dies auch. Dann gibt's nur hier ganz oben was. Noch so ein Schmuckstück. So, die Punkte hätte ich dann alle. Dann gab es eins hier unten noch. Storm.
Ja. Wie komme ich da rein? Ja, ja! Das sieht mir nach dem Eingang aus. Das reicht für Nate, du nicht. So, nächster Punkt wäre dann hier. Ja, ja! Skillpunkt. Okay, ich brauche noch einen Fähigkeitspunkt, da kann ich nämlich das bekommen von den MPAs. So, was haben wir dann hier? Wer ist der nächste? Ist mal gar nicht so weit. Wieder klettern.
Easy. Nächster Punkt ist hier. Und Flüsse und Ströme, sie verlaufen getrennt. Aber irgendwann treffen sie doch wieder aufeinander. Schön. Das sieht mir nach einer Base aus. Sie treffen sich, um dann doch wieder nur getrennt zu werden. So geht es immer weiter. Ein Kreislauf. Werden wir nicht alle genauso? Entschuldigst du mich kurz? Das Wasser hier.
Die Flüsse und Ströme, sie verlaufen getrennt. Aber irgendwann treffen sie doch wieder aufeinander. Sie treffen sich, um dann doch wieder nur getrennt zu werden. So geht es immer weiter. Ein Kreislauf. Leben wir nicht alle genauso? Dieser Ort, er ist so einladend. Man möchte sich einfach setzen, die Aussicht genießen. Und jede Sekunde für immer im Gedächtnis behalten. Wie eine Geschichte, die erzählt werden will. Ist das? Entstehen so die Geschichten der Salento? Es muss noch mehr solcher Orte geben. Und mehr Geschichten. Hätte mich fast hops genommen. Ja. Nee, das ist Quatsch. Wieso laufe ich den Weg? Mehr Dapophen-Kapseln. Eine Gasöl-Trennungsanlage. Thank you.
gemerkt habt, draußen ist beschissenes Wetter. Pass auf euch auf. An alle Einheiten, Feind entdeckt!
Ventil, nicht Elektrizität ist. Morgen wieder zum Arzt gehen wegen dem Knie. Sie haben nicht viel dagelassen. Ich hätte leiser sein sollen. So, die Basis hatten wir dann auch. Den Punkt gehen wir aber uns holen. Das hast du am liebsten, oder Storm? Abgelegene Steine finde ich schon mal sehr suspekt. So. Dann hätten wir das auch gemacht. Das ist eine Stufe 12 Basis wieder. Hier gibt es Tonnen Sachen wieder zu sammeln. Da gibt es noch Sachen zu sammeln. Oh je, ich habe hier noch Verschiedenes zu sammeln hier. Da gibt es ja auch noch Tonnen Sachen. Ich glaube, hier unten bin ich mal soweit klar. Boah. Ich denke, da habe ich noch ziemlich viel zu tun. Das ist nochmal eine RDA von 12. Da ist auch noch eine 12er.
20er von gestern, die wurde ja gezählt. Was? Die 20er von gestern wurde nicht gezählt bei mir. Wieso wird die hier noch angezeigt? Komisch. Weil die Ahnenfähigkeit habe ich ja gestern bekommen. Genau. Verstehe ich zwar nicht ganz. Aber gut. Das heißt, morgen das erste Schild habe ich auch noch in Teil zu nehmen. Also noch nicht alles fertig hier. Normalerweise dürfte ich hier nichts verpasst haben. Wobei, Moment, hier ist eine Basis. Thank you.
da ernsthaft noch eine Basis, die ich nicht gesehen habe? Ich gehe mal zurück. Du brauchst was Neues. Vielleicht. Ein guter Look ist nie falsch. Sehr schön. Später. Was auch immer uns erwartet, wir Hier, sieh dich gerne um. Das wäre schon interessant, das Teil da. Na gut. Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Die neue Wählweise. Lass dich nicht erwischen. So. Da sind wir Stufe 15. Das, was ich noch gucken wollte, ist, ob da wirklich eine Basis ist. So, was hätte ich da eine Basis übersehen? Falsche Level, die diese Basis hat. Hier ist eine Basis. Eine Level 13 sogar. Eine Steckere wie vorhin. Interessant. Für mich sehen alle Blauen gleich aus. Aber gut, die wird dann morgen in Angriff genommen. Dann hätten wir hier nämlich noch eine Basis hinter uns. Die nehmen wir uns vor. Hey, hat die jetzt ein Level dazu bekommen? Die war doch vorhin 12. Nochmal 13. Ist auch eine versteckt, sehe ich. Gut.
Ist auch eine versteckt, sehe ich gerade. Hier ist aber eine auch. Hier ist auch eine. Ein Turm, aber keine Ahnung, ob das eine Basis. Ja, hier ist auch eine. Mensch. So, ich habe Verschiedenes noch zu machen. Wird lustig. Gut. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Nacht. Wir hören uns dann morgen wieder. In aller Frische. Und dann gucken wir mal, was der Arzt zu mir sagt.